Hallo Strategiefreunde, willkommen zu einer weiteren Runde in unserem Total War Warhammer 3 Immortal Empires Playthrough. Es geht weiter mit Katai und ich muss sagen, ich finde es deutlich schwerer als Warhammer 3 ohne Immortal Empires. Mag sein, dass es an den Startpositionen liegt. Ich glaube aber, es liegt eher daran, dass jetzt teilweise Gegnerarmeen unterwegs sind, auch am Anfang schon, die recht hochgeskillt sind und die gerade für eigene Startarmeen eine extreme Herausforderung darstellen oder sogar eine Übermacht. Und ich habe auch den Eindruck, dass der Gegner jetzt viel häufiger in einer Art Hordentaktik angreift. Gerade die Skaven, die kommen jetzt regelmäßig mit 3, 4 Armeen auf ein einziges Ziel zu. Und da wird es sehr, sehr schwierig, gegen anzukommen, aufgrund der puren Masse, vor allem mit den Starteinheiten. Ja, also ich muss sagen, neue Herausforderungen macht sehr viel Spaß, aber seht selbst. Karawane müsste, ja, in 2 Runden ankommen. Das wird uns dann knetemäßig wieder aufs Pony bringen. Und hier bauen wir das aus, weil das stärkt unser Einkommen und stärkt unsere Handelseinnahmen, also ein wichtiges Gebäude. Da kommen die kleinen Ratten. Ah, sehr schön. Jetzt kommen sie mit dem Handelsabkommen zu mir. Umso besser. Und wir werden jetzt hier anfangen, die Armee auch zu verstärken, um was gegen die Skaven in der Hinterhand zu haben. Das heißt, ich werde jetzt die Iron Hail Gunners hier reinsetzen. Die Truppe plus die Garnison ist eigentlich schon ganz gut. Vor allem, weil wir hier dann auch gleich nächste Runde die Stadtmauer auf Stufe 3 haben. Ich werde allerdings ihn hier zurückziehen, um hier Deckung zu haben. Und von hier kann ich relativ schnell zum Hafen. Ja, Mauer können wir leider nicht bauen. Wir haben nicht genug Kohle. Wir müssen auf die Karawane warten. Hier wird ausgebaut. Hier können wir aber den Teesalon bauen. Einmal, um halt wieder Yin-Yang auszugleichen. Zum anderen, um das Wachstum anzukurbeln. Der Anfang ist halt natürlich zäh, weil man muss ausbauen, man hat nicht genug Einkommen. Man braucht eigentlich mehr als eine Armee, kann sich aber eigentlich nur eine gute Armee leisten. Das ist halt alles so ein Hin und Her. Gleichzeitig brauchst du aber definitiv noch eine zweite und eine dritte Truppe, um dein immer größer werdendes Reich gegen die verschiedenen Bedrohungen zu schützen. Also da führt leider kein Weg dran vorbei. Sehr schön. Mit den Allianzen, das läuft auch gut. Ah, die Skaven haben die Belagerung angefangen, bevor wir die Stadtmauer ausbauen konnten und bevor wir die Rekrutierung der Iron Hail Gunners abschließen konnten. Jetzt müssen wir gucken, wenn wir jetzt nicht angreifen, verlieren wir jede Runde Truppen. Das ist eigentlich nur eine Armee. Ja, macht keinen Sinn. Wenn ich warte, wird die Belagerung ja noch schlimmer. Ich werde versuchen, den Kampf selber zu führen. Ich befürchte nur, das ist jetzt eine offene Feldschlacht und kein Kampf in der Stadt. Ja, ist eine offene Feldschlacht. In der Stadt wäre es einfacher. Und was für uns natürlich übel ist, das hier sind schon echt erfahrene Truppen. Und ich bin hier gerade mal mit meiner Mikroarmee. Plus, da kommt dann gleich Verstärkung. Hoffe ich zumindest. Ah, die Verstärkung ist schon da. Das ist gut. Ja, dann werden wir uns aber trotzdem zurückziehen. Und zwar gucken wir, dass wir eine Position kriegen, Highest Ground, wenn es geht. Und irgendwie so, dass wir... Ja, das ist doch ideal.
Die Jade Warrior sind besser als die Bauern. Ich packe hier noch eine Bauerneinheit in die Mitte. So, und jetzt gucken wir mal. Alles klar. Da packen wir jetzt unsere Distanzeinheiten dahinter. Und zwar versuchen wir das auch so weit zu ziehen, wie es geht. Ich werde das wohl splitten müssen, damit ich halt überall den Harmoniebonus hinbekomme. Packen wir unseren Magier hier hin und unseren Nahkampfhelden, also den General. Dann haben wir noch die Kavallerie. Gucken wir mal, ob wir die verstecken können, dass wir damit hinterrücks angreifen können. So. So, wir sind auf Highest Ground. Wir können nicht flankiert werden. Er muss zu uns kommen. Und mit ein bisschen Glück können wir mit unserer Bauernreiterei eine von seinen Distanzeinheiten hinterrücks angreifen. Oder wir greifen hier an, während die im Kampf sind. Das geht auch. Ich mache jetzt erstmal schnell einen Vorlauf, weil das nervt natürlich ein bisschen, dass die da so ewig unterwegs sind. Die wollen auch nicht kommen. Ich könnte natürlich versuchen, die hier mit zu locken, aber ja, ich probiere das mal. Da muss ich zum Glück nicht ganz so weit raus. Und dann ziehe ich mich mit dem direkt zurück wieder. Bis da muss der. Okay. Kann ich nur versuchen, dann mit den Geistern was zu reißen. Aber bis dahin ist der ja im Missile Range, oder? Oh, ich sehe gerade, dass ich die Aufstellung anpassen muss, weil die Karte jetzt quasi weiter geworden ist. So, eigentlich wollte ich die später einsetzen, um den Gegner in den Rücken zu fallen. Das kann ich mir aber knicken, weil sonst die Einheit quasi tot ist. Na gut, dann versuchen wir wenigstens die Skaven-Einheit platt zu machen.
Ach, guck an, er reagiert. Die Skaven wollten flüchten. Leider sind meine Geister jetzt auch wieder weg. Und jetzt stehen meine Bauernreiter gegen die Clanratten. Ich hoffe, sie brechen und hauen ab. Denn wenn sie das tun, dann kann ich sie quasi niederreiten und auslöschen. Hier wäre es natürlich schön gewesen, jetzt schon Jade Lancers zu haben. Die wollen nicht brechen, diese verdammten Clanratten. Ich muss den, glaube ich, locken. Geht, glaube ich, echt nicht anders. Sie sind gebrochen, sehr schön. Und jetzt versuchen wir sie abzuschlachten, damit die sich nicht wieder erholen und wieder zum Angriff übergehen. Ich hoffe, ich kann sie noch brechen, dass sie wirklich abhauen. Ah, gegnerische Range-Einheiten. Na, veranlassen wir sie mal, ihre Munition zu verjubeln. Problem ist auch, dass die Skaven hier relativ viele Speerkämpfer haben und die machen mit meinen Bauernreitern auch kurzen Prozess. So, verjubelt ihr mal schön eure Moon. Ja, mein Ursprungsplan, sie nach hinten zu locken, funktioniert leider nicht. Also bin ich gezwungen, wirklich ranzukommen. Mal gucken, kann ich die Warbeasts vielleicht angreifen? Ja, ich sehe schon, die Distanzeinheiten von ihm sind übel. Vor allem haben die auch schon zwei silberne Balken. Also das ist echt übel. Das bedeutet, die sind schon auf Stufe 5. Weil die ersten drei Stufen sind ja Bronze, dann kommen drei Stufen Silbern und dann kommen drei Stufen Gold. Und wenn man Einheiten mit zwei silbernen Stufen hat, das ist schon eine Hausnummer. So, gucken wir mal, da müssen wir leider wieder relativ nah ran. Fuck.
Versuchen wir mal mit der Kavallerie eine Ablenkung. Ja, ich befürchte, das wird wirklich eine Niederlage. Weil er verhält sich KI-mäßig deutlich schlauer, als ich das aus dem bisherigen Hauptspiel gewöhnt bin. Und die Distanzeinheiten sind auch ziemlich mörderisch. Ja, hilft alles nichts, wir müssen angreifen. So, jetzt geht das Gemetzel los. Okay, also ich muss wirklich sagen, die Distanzeinheiten haben es echt in sich. Naja, und die Tatsache, dass ich halt überwiegend eine Bauernarmee habe, die macht es jetzt auch nicht schöner. Ja, die Kombination ist halt übel, ne? Eine Bauernarmee gegen richtig gut geskillte Skavens. Problem ist halt auch, er wird dann gleich unsere Stadt angreifen und die Garnison ist ja nicht mehr existent. Und da muss ich mit Gotrek runter und habe dann das Riesenproblem, dass die Stadt dann in Feindeshand ist und ich die eigentlich mit der Truppe nicht erobern kann. Ja, das läuft auf das große Abschlachten hinaus. Definitiv Aktion sinnlos. Das wäre vielleicht noch gegangen, wenn die Skavens keine Erfahrung gehabt hätten. Aber so. So, ich habe da einiges in die Flucht geschlagen, aber er hat halt einfach noch viel zu viel. Ja, das war's für mich. Das war wirklich blutig. Da sieht man, wie wichtig erfahrene Truppen sind. Und wie wichtig das halt auch ist, nicht zu lange mit den Starttruppen rumzuhantieren, sondern sich halt gute Truppen aufzubauen. Ich frage mich gerade, ob ich die Kaserne wohl in der Stadt habe. Wenn ja, habe ich ein Problem,
Weil dann kann ich gleich keine neuen Truppen rekrutieren. Was habe ich denn hier? Das hilft erstmal nichts. Wir müssen so schnell wie möglich hier runter. Und ja, da ist die Kaserne. Das einzig Gute ist, ich kann jetzt noch die Iron Hail Gunners rekrutieren. Die Frage ist nur, ob es nicht cleverer wäre, die Jade Lancers zu nehmen, weil die nur so eine kurze Reichweite haben. Naja, gehopst wie gesprungen sozusagen. Hier können wir später auf Stufe 5 eine große Botschaft bauen. Das ist super. Das wird aber noch ein Weilchen dauern. Wir gehen hier erstmal auf mehr Wachstum. Und hier auf mehr Einkommen. Und dann ziehen wir ihn jetzt schon mal runter. Und zwar so, dass er keine Verluste hat und Verluste ausgleicht. Dann ist er zwar langsamer unterwegs, aber wir können uns hier schon mal an die Siedlung ranrobben. Wir müssen was gegen die Skaven tun. Ja, bittere Sache, das Ganze. Und er belagert weiter, lustigerweise. Hoffen wir mal lang genug, dass ich hier mit Verstärkung ankommen kann. So, wir gehen erstmal auf Scouting, um magische Items zu kriegen. Und hier den Karawanenmaster können wir auch ein bisschen weiter leveln. Erstmal Wayfinder, damit er halt nicht so auf den Hinterhalt gerät. Wir brauchen jetzt noch gar nichts. Er ist auf dem Rückweg. Wir können die nächste Karawane schicken, das ist gut. Wir brauchen Kohle, aber es sollte nach Möglichkeit auch schnell gehen. Daher nehmen wir Sylvania. Und wir gucken mal, was die Artefaktlage sagt. Ja, das muss auch wieder salvaged werden, damit wir keine Chaos-Korruption verbreiten. Also wir haben im Moment echt wenig Artefakte, muss man einfach mal so lassen. Wir brauchen mehr. So, wir könnten ausbauen. Wir nehmen auf jeden Fall die Mauern. Und wir bauen auch aus in Bezug auf Wachstum. Na, jetzt wäre die Verteidigung Innerstadt. Wir machen das nochmal in der Hoffnung, ihm mehr Verluste zufügen zu können. Und wir versuchen jetzt halt auch die Verteidigungsanlagen der Stadt zu nutzen. Das Problem ist halt weiterhin, dass wir gegen sehr erfahrene Einheiten antreten und dass wir gegen eine Übermacht antreten. Und wir müssen das hier definitiv so lange wie möglich halten, weil wir sonst verloren haben. Und wir haben das gleiche Problem, was wir gerade den Gegner verursacht hatten. Sie können über verschiedene Richtungen eindringen. Wird also schwierig, das zu halten, also eigentlich jetzt unmöglich. Einzige Hoffnung ist, dass wir versuchen, eben wirklich ein paar Einheiten auszulöschen. So, wir haben 1500 Punkte, das ist natürlich schon mal cool. Wir bauen hier eine Barrikade, einen Blocker.
Hier auch. Da können wir leider nichts bauen, aber hier können wir was bauen. Und jetzt ziehen wir hier auch die Truppen zurück. Wir versuchen hier drin zu kämpfen. So, und jetzt brauchen wir Punkte, um Türme zu bauen. Wir gehen erstmal auf höhere Geschwindigkeit. Die brauchen ein bisschen, um ranzukommen. Unsere Barrikaden entstehen derweil, das ist schon mal gut. So. Und wir greifen jetzt erstmal mit allem, was wir hier haben, diese Clanratten an. Und hier gehen wir auf diese, auf die Viecher, wobei wir da nicht drankommen, weil die so schnell sind. Der Turm ist aber gleich fertig und dann kann er mit reinholzen. Und wir können gleich den nächsten Turm bauen, das ist auch schon mal viel wert. So, hier bauen wir dann auch gleich einen Blocker ein. Aber eine Falle diesmal. Wir gehen mal hier raus. Macht keinen Sinn, das hier unten halten zu wollen. Ja, und obwohl wir 2 zu 1 gegen den stehen,
Ja, das ist eine ziemlich bittere Kiste. Okay, wir bauen den nächsten Turm. Das sind jetzt alles auch natürlich die schwächsten Türme. Man kann deutlich mehr reißen, wenn man die höherstufigen Türme hat. Allerdings haben wir dafür einfach nicht die nötige Kohle. Ja, das war's. Also wir haben ihm Schaden zugefügt, aber wir haben es auch nicht annähernd geschafft. Klar, 2 zu 1 unterlegen und dann auch noch erfahrungstechnisch massiv unterlegen. Da war nichts zu reißen. Jetzt ist die Frage, entweder er reißt die Siedlung, also er plündert die Siedlung, er plündert sie und reißt sie ab, oder er besetzt sie. Für uns wäre natürlich am schlimmsten, wenn er sie besetzen würde. Und was macht er? Ich glaube, er hat sie nur geplündert. Er hat sie geplündert und zieht weiter. Wir versuchen ihn abzufangen. Und wir müssen hier reparieren. Wir haben nicht genug Kohle, um beides zu reparieren. Wir versuchen mal Unterstützung zu bekommen. Ja, das wird wohl nix. Naja, das Geld brauche ich. Verdammt. Okay, die Skaven sind hier echt eine Plage, kann man nicht anders sagen. Ja, dann hoffen wir mal darauf, dass wir jetzt schnell genug vorankommen. Ja, lass uns mal Auto auskämpfen. Sehr schön. Die Armee ist platt. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Dann gehe ich jetzt mit der eigenen Armee in die gerade geplünderte eigene Stadt, um dort die Verteidigung zu stärken. Und mit meiner Chefarmee versuche ich die Skaven-Stadt platt zu machen. Ich meine, ist natürlich nur eine. Klar. Also ich muss sagen, es ist auf jeden Fall schon mal um einiges knackiger als Katai in der bisherigen Warhammer 3-Variante, also in dieser Chaos-Kampagne, die man da spielen konnte. Da war es deutlich leichter. Aber ich will mich gar nicht beschweren, weil so macht es natürlich deutlich mehr Spaß, wenn man wirklich gefordert wird. Oh, das ist ja entzückend. Hier lungern jetzt auch noch Orks rum. Wir haben Kohle.
Wann kommt die nächste Karawane? 5 Turns. Erstmal Forschung. Oh, das ist gut. 10% mehr Einnahmen durch die Städte. Ja, mehr Control ist auch gut. Und eigentlich müsste ich jetzt was bauen, was die Finanzen steigert. Habe ich da aber schon. Ah, genau. Spice Market. Ganz wichtig. Das Handelseinkommen wird dann gesteigert. Hatte ich bisher übersehen, beziehungsweise keine Kohle. Ja, Crane Gunner. Auch wichtig. Und wir haben Skill Points. Einen ganzen. Hidden Stores, damit er sich wieder regeneriert. Okay. Auf in die nächste Runde. Das war jetzt auf jeden Fall eine sehr lange Folge. Sorry fürs Überziehen. An der Stelle machen wir dann auch einen Cut mit Episode 2. Ihr habt gesehen, das frisst ordentlich Zeit und es ist deutlich knackiger. Ich hoffe, ihr seid auch dabei, wenn wir in Episode 3 gehen. Bis dahin, wie immer, wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst bitte ein Abo, hinterlasst ein Like, schreibt gerne einen Kommentar und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Alles klar, bis denne.